Die F1 Bros League kommt zurück ins Autodromo Hermanos Rodriguez. Wer hat dieses Mal den Flügel kaputt? Das sehen Sie jetzt mit Kronbacher. Und dem alkoholfrei von Kronbacher. Kronbacher Frittenfett in der Binderlicious Edition. Genießen Sie es. Die F1 Bros sind zurück aus Mexiko, meine Damen und Herren. Und was soll ich sagen, es gab eine Überraschung im Qualifying und der Teamkollege des Polmanns, Niklas, hat sich einmal daran gesetzt, um die Runde für Sie zu kommentieren. So, hier sind wir auf der Runde von Sveggy. Letzte Kurve, sehr wichtig, einmal zu viel V-Spin und die Runde ist gelaufen, weil man 1-2 Zehntel verliert, wenn man zu viel V-Spin hat. Sveggy hat es aber gut genommen. Sind wir mal gespannt, was der Männerpilot für eine Zeit fährt. In den letzten Rennen hat er ja nicht so geglänzt. Mal sehen, ob er das jetzt in Mexiko hier besser machen kann. Erste Kurve, bremst er gut. Ja, fährt die ersten drei Kurven sehr aggressiv. Er will halt unbedingt die Pole haben. Sind wir mal gespannt, ob er dieses schafft. Erster Sektor ist er hinter Singularity. Dann sind wir mal gespannt, wie es im zweiten Sektor aussieht. Im zweiten Sektor kann man auch sehr viel Zeit verlieren, weil die S's sehr schlimm sind. Einmal fährt man die S's falsch an und die Zeit ist hin. Da verliert man schon um die 3-4 Zehntel, wenn man sie falsch anfährt. Aber Sveggy nimmt sie gut. Fährt sehr sauber. Und sind wir mal gespannt, ob er jetzt vorne ist. 2 Zehntel ist Sveggy vorne. Das könnte die Pole werden. Fährt jetzt hier rein. Im dritten Sektor kann man auch immer noch verhauen. Wie gesagt, letzte Kurve. Oh, Vortex mit 1,17,8. Schafft es Sveggy. Letzte Kurve jetzt bloß kein Wheelspin haben. Und was fährt Sveggy für eine Zeit? Das ist jetzt spannend. Und Sveggy fährt eine 1,17,7. Super Leistung von dem Männerpilot. Auch erwähnenswert ist wahrscheinlich, dass Dennis FFM in Kanada ein weiteres Mal von den Zuschauern zum Driver of the Day gewählt wurde. Und würde er das heute wiederholen, dann könnte er einen schönen Triple hinlegen, einen Hattrick. Aber ob das passiert, ist natürlich fraglich, denn mit Sveggy steht nun mal jetzt jemand ganz Neues auf der Pole. Und das verspricht ja sicherlich mal ein etwas anderes Rennen vielleicht, mit einem möglicherweise auch anderen Ausgang. Mit Sveggy, da gab es allerdings in letzter Zeit einige Kontroverse. Sakura Kyoko hat sich ja dieses Jahr geradezu zu einem Fanliebling gemacht. In den letzten paar Rennen konnte er allerdings nicht mehr die großen Erfolge verzeichnen. Simi, unser Kommentator, hat sich deshalb mal an die Arbeit gemacht, um die Gründe dafür in Form einer Personalie darzustellen. Sakura Kyoko von Renault. Und Pierre Sveggy bei Manor. Der Crash in Montreal, ein Schock. Kurve 2, die Berührung, der Sieger von Melbourne, zum zweiten Mal in dieser Saison aus dem Rennen geworfen. Kyoko enttäuscht und sichtlich sauer, der nächste Nuller. In Österreich das gleiche Spiel. Kurve 3, Kontakt der Kontrahenten. Unfall. Kyoko mit einem Folgeschaden später aus dem Rennen. Der Ruf Sveggys fungiert zum Crashpilot. Okay. Sei es Massa in Shanghai. Simi K in Melbourne. Oder auch Frustler in der Spitzkehre in Montreal. Aber es geht auch anders. USA, erste Kurve. Sauberer Zweikampf der beiden Kontrahenten. Der Lichtblick nach dem Rennen. Kyoko auf Platz 2. Sveggy auf Platz 3. Gibt es in Mexiko die Wende? Kann Kyoko endlich einen weiteren Sieg einfahren? Oder schlägt Manor-Pilot Sveggy nochmal zu und wird seinem Ruf gerecht? Die
Die F1 Bros League kommt zurück ins Autodromo Hört Manos Rodriguez. Wer hat dieses Mal den Flügel kaputt? Das sehen Sie jetzt mit Kronbacher. Und dem Alkoholfrei von Kronbacher. Kronbacher Frittenfett in der Binderlicious Edition. Genießen Sie es. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rennen der neuen Saison. Wir sind in Mexiko angekommen und eure Kommentatoren sind wieder Simi K und Vortrex. Moin. Guten Tag, sonniges Wetter hier in Mexiko. Ein Jammer seid ihr nicht hier. Vielleicht seid ihr es ja doch. Wer weiß. Die Startaufstellung, eine Sensation. Swaggy auf Pole. Das hätte ja keiner mehr erwartet im Vorfeld. Dann Vortrex und Steo ganz knapp. Innerhalb einer Zehntel die ersten drei. Also das verspricht ein spannendes Rennen. Ja, Singularity auch noch nah dahinter, Dennis und auch allgemein, guck mal hier, wie eng, Platz 8, alle innerhalb von 5 Zehnteln, richtig eng, hier sieht man auch noch eine Überraschung auf Seite 2, Kenny nur auf Platz 12 und auch einige Neulinge, JoeCap, J-Racing, Danox, alles ganz neue Namen, Mulchen auf Seite 1 haben wir noch nicht erwähnt, das wird verdammt spannend, wie die sich schlagen können und jetzt geht's los, es haben ein paar Wolken aufgezogen, aber für heute ist ausnahmsweise mal kein Regen angekündigt. Ja, die Regenserie in Nordamerika, sie hält nicht an. Während du jetzt noch kurz das angesprochen hast von dem Debüt, ordentlich, also vier Neulinge haben ihr Debüt gegeben, wie ihr gerade gehört habt. Das können sie verdanken, weil heute einige Stammfahrer fehlen. Das sind sogar deren 5 Stück. Niklas abwesend, Alonso-Fan abwesend, Uno, Gamer-Fan und Bar-Gamer. Also da können sich alle Ersatzfahrer heute ins Häuschen lachen. Ja, trotzdem volles Fahrerfeld, da Amerika noch am Start ist, der mit seiner Quali-Sperre absitzen muss und daher auf Platz 22, auf 22 starten muss. Hier sind wir auch bei Mulchian. Einer der wohl bekannteren Neulinge hier. Er führt ja auch selber eine Liga. Mulchian ist Racing League, heißt sie, glaube ich. Und deswegen sollte er eigentlich auch schon das Prinzip kennen. Ja, wir kennen ihn, er kennt uns. Hier, Joker. Und ordentlich viele Onboard-Kameras haben wir heute wohl wieder mit am Start. Benjamin Blümchen zeigte zuletzt eigentlich gute Leistungen. Ob er damit anknüpfen kann heute? Debüt. Und wenn wir jetzt mal auf die Reifen gucken, der einzige auf Supersoft, Felipe Massa. Auf Supersoft, dann haben wir noch 4 Kandidaten auf Medium. Trustler, Thiele, das dürfte Dan sein und Benjamin. Und der Rest auf Soft. Benjamin hat richtig gute Karten. Platz 11 auf Medium. Der hat die besten Reifen. Mal schauen, ob die Strategie aufgeht. Ist ein Einstopp möglich? Bitte Medium und dann auf Soft? Kommt drauf an, wie man hier um den Parcours fährt. Sind wir gespannt auf Kurve 1. Im Vorberichten haben wir ja einen Bericht über Swaggy gesehen. Der wird sich aber jetzt, glaube ich, ganz, ganz stark konzentrieren, dass er nicht schief geht. Steo auf 3. Auch jemand, den man davon nicht erwartet hätte vor dem Grand Prix. Aber der ist hier falsch schnell. Mal schauen, wer den Start jetzt für sich entscheiden kann. Die 5 Lichter sind an. Sie gehen jetzt aus und der große Preis von Mexiko ist nun freigegeben. Und vorne kommen sie gut weg. Swag hatte, glaube ich, einen ziemlich guten Start, aber jetzt beginnt die Windschattenschlacht. Und Vortrex setzt sich daneben. Auf Platz 1 kann Singu innen reinstechen. Oh, Singu ist vorsichtig. Die Renaults fahren beinahe ineinander hinein. Und Crash! Ja. Swaggy schlägt wieder zu, das gibt's doch gar nicht. Und Singularity führt den großen Preis von Mexiko an, gefolgt von Dennis und Sakura. Und hinten, da ist Chaos. Steger hat's, glaube ich, auch erwischt. Top 3 hat's erwischt. Das kann ja nicht sein. Das erinnert ja an Spanien 2015. Und Dan hat auch einen kaputten Flügel. Ja, der hat auch beinahe die Berührung mit Trussi da gehabt. Kam da noch gerade ein bisschen weg. Und jetzt Untersuchung, ja. Vortrex, Deo und Swaggy. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sein. Auf 18 ist Vortrex, 19 ist Deo. Und ich glaube, Swaggy ist ganz weit zurückgefallen, weil der so in die Wiese musste. Das
Oh, Vortrex sich leckt ein wenig. Swaggy muss in die Box. Ja, nein, muss ich nicht. Oh. In das Stadion hinein. Denn gegen Vortrex und ja. Ja, da hat er gut aufgepasst, der Dan, dass er ihm da nicht noch reingefahren ist. Wupp, huiuiui. So, und der McLaren Honda-Pilot in die Box. Natürlich, mit diesem Frontflügel macht das Weiterfahren keinen Sinn. Kenny, bis auf 6 nach vorne gekommen. Ja, drei Fahrzeuge sind vor ihm abgeflogen. Und jetzt holt er sich den Platz an Felipe. Ja. Ja, der hatte Felipe schon. Der muss sich jetzt noch gegen Felipe verteidigen. 42% auf den Reifen. Entweder hat er im Qualifying irgendeinen Scheiß gebaut oder der hat jetzt übentlich Tokyo Drift gespielt. Ja, der ist mehrere Runden im Qualifying gefahren. Also, der hat... Schau mal, wer auf der 4 ist. Der Freaky fährt auf 4. Ist ja Wahnsinn. Was ich sagen wollte, der Q3-Einsatz von Felipe hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Jetzt muss er abkürzen. Und verliert Zeit. Sind die Reifen dreckig und wieder geradeaus. Oh, Sakura muss auch geradeaus. Ich dachte schon, gleich kommt Renault Doppelführung. Aber nein. Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Oh, Benjamin auf 4! Oh! Benjamin auf 4! Kenny somit auf 5. Und der müsste jetzt vorbeigehen, wenn er profitieren will. Benjamin ist vorsichtig, der will seine Strategie nicht kaputt machen und wird Kenny jetzt hier wohl auch ziehen lassen. Ja, und Kenny zieht vorbei. Ja, Freaky hat sozusagen gerade selber weggeworfen. Oh, er ist aber draußen geblieben. Aber der Flügel ist kaputt, das haben wir gesehen. Der Flügel ist kaputt bei Freaky. So, Felipe versucht jetzt an Benjamin und an Freaky gleichzeitig vorbeizuziehen. Das gelingt ihm auch. Der Mann, der in Kanada aufs Podium gefahren ist und die ersten Punkte eingesackt hatte. Wenn rechts Benjamin. Oh, ist das hier ein Fight, Junge, Junge. Das ist eine richtige Gruppe, die sich hier bildet. Und das geht etwa bis und mit Platz 5 so. Kenny kann sich nämlich absetzen. Oh, und die Berührung! Frontflügel beschädigt. Er kann weiterfahren. Aber ob sich das lohnt, ist die andere Frage. Replay. So, was ist hier passiert? Swaggys Sicht. Unser Pastor Maldonado der F1 Bros League. Von gelben Flagge, eiskalt. Hat einen guten Start. Ja, er kommt echt gut weg, aber dann muss er halt. Wegen dem Windschatten hat er dann so einen Nachteil. Er hätte sich auch noch vielleicht nach innen setzen können, wie man sieht. Vortrex nur ungefähr auf gleicher Höhe. Jetzt wird's interessant. Was? Du! Ja. Das war nicht Swaggys Fehler. Das war ein Leck. Und ich bin weg. Da schlagen die Server von Copemasters wieder mal zu. Aus der Sicht von Singularity. Wie ich eigentlich am Anfang schon gesehen habe, alle kommen sehr gut weg. Und es ist halt einfach bei Mexiko die Gerade so, der Windschatten, der bringt dir halt enorm viel. Und schau dir an, Singularity bremst ja extrem früh. Extrem. Und geht am Ende dann als Erster aus Kurve 1 raus. Oh, Sakura war da involviert. Sakura war in diesem kleinen Pulk involviert, aber hat sich, so wie ich sah, keinen Schaden davon gezogen. Und diese Sicht, die interessiert mich jetzt schon ordentlich bei Dennis. Den habe ich gar nicht gesehen. Und da kam er dann leise heimlich auf Platz 2 nach vorne. Oh, der hat richtig Schwein. Das Dennis-Glück schlägt zurück. Ja, wenn du Weltmeister werden willst, dann brauchst du halt auch mal gelegentlich Glück. So, jetzt noch aus der Sicht von Benjamin. Der hatte ja wirklich auch von dieser Startkarambolage profitiert. Aber da sehen wir, einige hinten standen wieder einen Ticken länger. Also der Start war nicht optimal von den Servern hergebracht. Oh, das sieht ja von hier richtig witzig aus.
ein ganzes Feld, was sich da zusammendrückt. Also aus der Sicht von Rohu. Rohu, derjenige, der in den ersten 5 Einsätzen noch keinen einzigen Punkt sammeln konnte. Das sieht eigentlich auch gut aus, wie er da durchgeht. Sehr vorsichtig eigentlich alles. Also ohne den Lag mag ich mal behaupten, er hätte es vielleicht nicht mal mitgekracht, wie hier Trussi von 21. Der wird gute Sicht haben. Ja, man sieht man es. Der Start war nicht synchron. Ja. Das war jetzt klar, dass da die gelbe Flagge zuschlägt. Und fällt dann wieder auf den letzten Platz zurück. Trussi, das ist auch eine negative Überraschung. Er ist ja in Australien noch aufs Podium gefahren. War dann lange Zeit abwesend. Und kommt nicht mehr wirklich auf Tourel. Rohu drängt sich in die Wand hinein. Ja, Glück, dass er das überlebt hat. Zurück im Live-Bild. Oh, Simi dreht sich. Oh Gott, ist das ein Pulk? Ist das ein Pulk? Das sind ordentlich viele und auch René hat seinen Frontflügel beschädigt. Wow. Verliert jetzt eine Position gegenüber Danox. Ja, René, der muss... Der hat sich da ordentlich verbremst. Hat der seinen Bremspunkt nicht erwischt? Swaggy übrigens jetzt auf 16, sieht man gerade im Rückspiegel. Der hat, glaube ich, am schlimmsten getroffen von allen da vorne. So, no further action zwischen der Startkollision. Boah, überall Autos. So viele Autos ins Stadion hinein. Was sind wir hier bei der Fahrerparade oder was? Das muss ja hier unglaublich sein zuzugucken, wenn du hier im Stadion sitzt und siehst, wie gedreht wird. Und Amerika ebenfalls. Und Felipe mit seinem Supersoft Ende Runde 4 muss er schon in die Box hinein. Und der wird nochmal kommen, der wird nicht durchfahren mit dem Medium, das sage ich dir. Und zu dritt geht's jetzt hier. Swaggy, René, Rohu. Wow, oh. Swaggy, länger auf dem Gas. Und ist jetzt wieder auf 11 nach vorne gestoßen. Der Swaggy ist ein bisschen aufgeregt, das sah ihm wild aus. So, Simi ist noch auf 14 nach seinem Dreher. Vorne links, der Flügel ganz leicht. Beschädigt. Simi geht außenrum an Rohu vorbei, der ja seinen Frontflügel gerade demoliert hat. Und René wieder an Swaggy vorbei. Und Sakura hat ein bisschen auf Dennis aufgeholt. Gegenüber Dennis verloren, wollte ich sagen. Der war vorhin einmal näher dran. Ja, stimmt, der war einmal da dran. Aber gerade holt er ein bisschen auf, weil Dennis halt zwei Kurven hintereinander nicht perfekt erwischt hat. Aber ja, da sehe ich, Sakuras Frontflügel, der ist auch beschädigt, wie ich es vermutet habe. Ja. Und mich würde mal interessieren, wo ist Stejo? Und wo ist Voatrex? Weil Steve hat, glaube ich, so ein bisschen Schaden genommen. Und die haben mich seit dem Unfall eigentlich nicht mehr gesehen. Das stimmt. René außen. Swaggy zieht an René vorbei. Und wir ziehen jetzt auch mal ganz kurz in die Pause. Und jetzt können Sie gewinnen. Wer hatte letztes Jahr den Flügel kaputt? A. AlonsoFan98 oder B. Nico Hülkenberg? Rufen Sie jetzt an unter 01379 E10 E10. Nutzen Sie Ihre Chance auf einen Ford Mustang im Wert von 37.000 Euro. Viel Glück!
Fanta nur 89 Cent oder Krombacher Frittenfett in der Binderlicious Edition nur 39 Cent. Du hast die Wahl. Lidl lohnt sich. Ich hab jetzt ein Baumhaus. Dafür hab ich einen Hund. Und ich hab meine eigene Kinderschokolade. Oh. Jetzt mit jeder Aktionspackung Gratishülle mit eigenem Foto für eine ganz persönliche Binder-Schokolade bestellen. Guten Tag, können Sie mir sagen, wo es hier zur Rennstrecke geht? Und zur Boxengasse? Und zum Geheimrezept? Das Rezept seines Geschmacks bleibt geheim. Boxenstoppel, der würzigste Käse der Schweiz. Die Spitze setzt sich immer weiter ab. Doch wie sieht es im Mittelfeld aus? Die F1 Bros League live mit Krombacher. Genießen Sie es. Wir sind zurück nach einer sehr frühen Werbepause und sehen, wie Vortrex gegen Mulchern kämpft. Platz 6 schon wieder. Oh, Mulchern geht weiter neben. Hat auch er hat seinen Vorflügel beschädigt. Irgendwo auf der Strecke. Ah ja, vorne in der Startphase. Hans Akura ist näher gekommen. Der hat jetzt auch DRS und er kann jetzt an Dennis vorbeiziehen und die Renault-Doppelführung perfekt machen. Und jawohl, kein Problem für den Österreicher. Renault 1-2 und dann Dennis. Aber guck mal. Ja. Das heißt gar nichts, wenn du im Stadion überholen kannst. Auf der Geraden kannst du eh wieder überholt werden. Wie es Wortres gerade von einem Leib fast erfahren hat. Nicht fast, er hat es. Und das ist eng, das ist ganz eng. Die Berührung ist da. Aber alle leben noch. Und da ist Party noch rangekommen. Von 5 auf 8 wieder runter. So schnell kann es gehen hier in Mexiko. Wäre es doch nur in der echten Formel 1 auch so eng beieinander. Dann würden die Einschaltquoten natürlich wieder prompt nach oben gehen. Mulchi mit kaputten Flügel und Benjamin auf Medium-Reifen. Die vermutlich langsamsten gerade wieder nach vorne. Das sorgt natürlich für saumäßige Spannung. Hier, Paddy kann es in den Assists nicht versuchen. Das geht doch niemals gut. Oh Gott. Vor rechts, vor rechts. Oh! Rechts sein! Und da hat Swaggy Sauglück, dass er das überlebt. So, und Swaggy ist diesmal nicht der Pastor Maldonado. Er wurde eher rasiert. Er wurde gemaldonadot. Aber richtig gemaldonadot. So, Mulchian auf der 4 jetzt kurzzeitig. Weil da schon Dennis, wie wir gerade vorhin gesehen haben, an der Box war. Und Benjamin, der fährt mit dem Medium da vorne rum. Der, das ist unglaublich. Und zwei jetzt die Box geschafft. Ein Safety Car wird es gut tun. Ja. Aber vielleicht braucht er ja mal sowas. Hier die Sicht von Vortrex. Es war klar, ein Lag. Kannst du dir das vorstellen, dass Vortex und Zwei zweimal in einem Rennen kollidieren wegen einem Lag? Ja, bei Copemasters ist alles möglich. Ja, wobei als letztes, das würde ich vielleicht so auf Vortex Rechner schieben. Weil das sah mir eher nach dem Standbild aus. Als er nach hinten geguckt hat, dass es dadurch vielleicht geleckt hat. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie auch beim Schadunfall, Schuldfrage nicht wirklich stellbar. Mal sehen, wie die Stewards entscheiden. Also Singularity hat einen ordentlichen Vorsprung gegenüber Sakura. Das sind schon 7 Sekunden, die er da auf seinen Teamkollegen hinausgefahren ist. Kenny aktuell auf der 3. Und dann sehen wir auf der Minimap bei Kenny eigentlich. Da ist wieder so, das ist immer noch dieses riesige Grüppchen. Beziehungsweise zwei große Grüppchen sind da. Ja. Ja, Singularity, der macht sich auf dem Weg hier in der Fahrer-WM Platz 2 anzugreifen. Ja, Singularity, der ist ja aktuell in der WM Dritter mit 62 WM-Zählern. Vor ihm liegt der Vortrex mit 68. Mit einem Sieg könnte er wirklich Platz 2 übernehmen und ein bisschen Boden gut machen gegenüber Dennis. Aber der mit seinen 95 WM-Zählern, der ist natürlich momentan über alle Berge.
wenn man den einholen will, dann muss der schon einen Pechtrainer haben. Ja. Und vor allem, da muss Singo auch jetzt, spätestens jetzt anfangen, hier die Punkte nach Hause zu holen. Weil Dennis darf auf keinen Fall noch weiter davon eilen. Wäre, ich wollte es ja jetzt noch nicht sagen, es ist ja erst der sechste Lauf in der Saison. Aber Dennis wäre ja der erste dann, der seinen Titel verteidigen kann in der F1 Pro League. In der vierten Saison haben wir 3 verschiedene Weltmeister. In der ersten Saison Crazy Kenneth, dann haben wir noch Friede und letzte Saison Dennis. Und Dennis ist aktuell auf gutem Wege, diesen Titel nochmal zu holen. Dennis ist einfach so, ich will jetzt nicht unbedingt Ausnahmetalent sagen, aber er hat halt das gewisse Extra, weißt du? Er hat noch im letzten Moment immer auch die Portion Glück, aber auch die Nerven vor allem. Er hat die Nerven, selbst wenn es nicht so gut läuft, wenn er mal ein bisschen langsamer ist, trotzdem mehr als das Maximum noch rauszuholen und die Strecken, die er dann kann, da fährt er auch permanent seine Siege heim. Während andere Leute es immer mal wieder in den Sand setzen. Ganz genau. Mittlerweile war Mulchen in der Box und kämpft jetzt gegen Dan um Platz 18. Oh, die Berührung! Unfall im Stadion! Zwergi geht vorbei und somit ist Mulchen auf den 20. Platz zurückgefallen und das hat auch Zeit gekostet. Und ich würde auch sagen, dass Mulchen schuld war. Der hätte einfach ein bisschen übersteuern. Dennis ist im Verkehr, aber er kommt da locker gegen Paddy durch. Der nächste auf der Liste ist Vortrex und da vorne, das dürfte Benjamin sein. Wenn die Fahrer jetzt vor ihm nicht allzu sehr verteidigen, dann hat Dennis Glück. Aber ich glaube, Vortrex verteidigt hier schon, will hier schon seine Position verteidigen. Hält Dennis somit etwas auf, macht jetzt aber einen Fehler. Und ja, jetzt muss Dennis eigentlich vorbeigehen. Das tut er auch. Und Singularity in der Box. Oh nein. Beide Renault in der Box. Das könnte sich gerade noch so ausgehen. Ah, ich glaube, es wird ein bisschen Zeit kosten, oder? Ja, es kostet. Ja. Sakuma soll den Flügel noch wechseln. Also auch ein 7-Sekunden-Vorsprung reicht einfach nicht aus, damit die Boxencrew wieder rechtzeitig bereitsteht. 11-Sekunden-Stopp. Verliert natürlich jetzt wieder Zeit gegen Dennis und fällt weit zurück. So, und da haben wir ein paar Neulinge. Jay Racing auf 9, Joe Cap auf 10. Ich bin ja schwindelig bei wie Joe Cap das Lenkrad auf der Geraden wackelt. Mal schauen, ob das jetzt wieder so ist. Hier, achte mal drauf. Jetzt gerade nicht. Das war nur auf der Hauptgeraden. Hast du gesehen, wie das Lenkrad gewackelt hat? Hab mich nicht gerade richtig drauf geachtet. Da kommt auch einen gelben Flügel. Ja, der ist ja mit Zwergi aneinander geraten. Und dann ist aber schon ein ordentliches Lückchen zu Felipe, der aktuell auf Platz 11 rumfährt. Der aber auch schon in der Box war. So, was haben wir da vorne? Fortosi ist... Ich glaube, ist das Singularity? Das ist ja eine gute Frage, muss ich mal meine... Ich sehe es jetzt nicht genau von hier hinten, wer das da vorne ist. Jetzt Semi, müsste man sehen jetzt, können. Das ist Semi. Es sah so komisch aus von hier hinten. Von da sah es irgendwie so gelblich aus. Ja, nimm dir ja von Optiker-Termin. Ja, weil dieser verpixelten Grafik ab und zu da... Ja, jetzt wahrscheinlich die Schulter auf Rojo schieben, dass er nicht gut genug gerendert hat. Ja. Nee, kann ja auch an demjenigen liegen, der es aufgenommen hat. Hat zumindest was in meine Kamera. So, Vortex in der Box, Joker in der Box, Semi an der Box. Semi auf Soft, Vortex auf Soft, Joker auf Super Soft. No, interessant, der auf Super Soft. Vortex wird jetzt ordentlich wieder durchgereiht. Paddy, René und Danox gehen vorbei. Oh! Paddy schenkt ihm den Platz. Ist der Flügel heile geblieben beim Haas-Piloten? Das ist die Frage. Ja, und Paddys Saison, die läuft absolut nicht optimal. Er hatte bisher ein einziges Erfolgserlebnis in dieser Saison und das war China. Und nach China... Da läuft es nicht mehr. Die Nordamerika-Tour läuft für ihn überhaupt nicht. Oh, Kenny. Der bleibt noch eine Runde draußen. Was hat der denn vor? Eine 1-Stop oder was?
Das verstehe ja, ich diese, jetzt nicht. Also wenn er 15 Runden auf Soft überlebt, dann überlebt er es auch auf Medium. Aber der muss zittern. Ich habe Bedenken, der Reifen, der könnte platzen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das tut irgendwie ein bisschen weh. Ja, wenn ich wage, dann ich gewinnt. Ja. Aber bei solchen Verbremsern, da hab ich immer das pure Schrecken. 2% hat der Verbremse eben gekostet. Und er lenkt schon wieder so extrem aggressiv ein, das sollte man verhindern. Und jetzt kommen die schnellen Kurven. Ja, guck mal, wie Dennis aufholt. Also, der verliert gerade so massig Zeit. So, die Kurve. 2% verloren. Vorsichtig, Kenny, vorsichtig. Singularity, der denkt sich, was ist das da vorne? Das ist ja sau langsam. Blue Flag, please. Oh, Kenny, der schläft. Platten! Ich hab's kommen sehen. Und jetzt hält der Singo noch auf. Oh, sorry. Er wäre mal reingekommen. Ja, ich glaube, das hätte ihm weniger Zeit gekostet. Ja. Ja, vor allem, wie langsam fährt denn der rein? Richtig auf Nummer sicher gehen. So, und auf was wechselt der Herr Kollege? Natürlich auf den Medium. Ich glaube, er wird jetzt umstellen auf eine Supersoft-Endspurt-Strategie. Ich glaube, er traut sich den nochmal zu, den Reifen bis zum Anschlag zu fahren. Naja, 15 Runden hat er auf dem Soft überlebt. Das ist eigentlich an sich machbar, sage ich mal. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht genau, aber er kommt bestimmt jetzt weiter hinten zurück, als er vorher war. Das heißt, wenn er Pech hat, muss er kämpfen. Ja, wir sehen's ja. Wird auf jeden Fall interessant. Deo übrigens auf Platz 6, also gar nicht mal so schlecht. Was erstaunlich ist, der vordere linke Reifen, das ist wohl auch heute der Reifen, der hier am meisten ertragen muss. Philippes Medium-Reifen. An sich sehen sie eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und dann kommt der vorne links. Ja. Und wenn der 16 Runden nur auf Medium überleben kann, dann wird das heute kein Einstopp. Ja, der ist ja schon auf den. Der war schon mal in der Box, der Philippe. Ja, ist ja auf Supersoft gestartet und leidet da ja auch stimmt. Im Reifenbug. Also da hat er ja sogar noch weniger überlebt. Und dann frage ich mich, wie sehr strapaziert er seine Reifen? Steo? Ah, Trussi dafür, dass er im Qualifying auf nur 21 nur sich qualifizieren konnte. Die Rennpace sieht doch nicht mal schlecht aus, muss man mal so sagen. Na gut, er war auch noch nicht an der Box, muss man dazu sagen. Aber gerade dafür, dass die Reifen ziemlich im Arsch sind, hält er doch einigermaßen noch jetzt mit seinen Kollegen mit. Steo vor. Oh! Nein, Philippe fährt sich den Flügel ab. Weißt du, was gerade mir passiert ist? Ich habe die ganze Zeit auf die Tempoanzeige geachtet, ob Philippe unter 80 fährt. Und hab da halt gar nicht den Crash mitbekommen. Ich wette, das ist Philippe gerade auch passiert. So, Philippe wechselt auf den Soft. Da vorne ist Freaky auf Medium. Benjamin aktuell auf der 3. So, und jetzt ist die Frage natürlich. Kann Dennis wieder mit einem Einstopp zuschlagen? Glaube ich nicht, denn es war schon in Runde 10 drin. Wenn der Einstopp hier durchfährt, dann fresse ich nicht nur einen Besen, dann fresse ich meine ganze Besenkammer. Obwohl, nee, kann ja gar nicht gehen, er ist ja von Soft auf Soft gewechselt. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Also seinen Ass kann er hier nicht auslegen. Ja, wer weiß. Dennis ist ja nicht nur fürs Reifen. Ups, Vortrex hat er gerade fast das Deck verloren. Er ist ja nicht nur für seinen Reifen schon bekannt, sondern auch dafür, dass er gute Strategien machen kann. Und wer weiß, was er sich da zurechtgelegt hat. Ferrari kann gute Strategien bereitlegen. Kann er nicht, ja, nicht Ferrari. Nur Dennis, nicht Ferrari. So, Mulchian, der hat seinen Frontflügel irgendwo wieder angetitscht, aber diesmal in einem Bereich, wo es nicht allzu sehr schadet. Und Steo ist auf den Supersoft gegangen. Das wird jetzt wundert mich jetzt aber. Der muss jetzt wirklich vorbei. Der muss so schnell wie möglich daran vorbeiziehen. Aber das wundert mich jetzt wirklich. Der geht doch mal auf Supersoft.
Ich hätte wirklich damit gerechnet, dass der Supersoft eher ein Reifen ist, der heute vermieden wird oder erst am Ende benutzt wird. Und... Stay up vorbei. Berührung zwischen Drusi und Mulchian. Und Drusi ist wieder auf 70. Oh, das ist ein Rennen, das ist echt pure Unterhaltung heute, wie viel Manöver wir jetzt schon gesehen haben. Und es geht weiter. Oh Gott. Oh. Mit der Brechstange geht er da vorbei. Abwarten, wir haben gerade mal Rennhälfte. Ich glaube, ich muss erstmal einen Schluck genüsslich Kronbacher Frittenfett trinken. Da redet man seinen Mund fusselig, wie das hier abgeht. Da ist die pure Kronbacher Frittenfett-Geschmacklichkeit gefragt. Da muss man die Konzentration auch aufrechterhalten, denn es geht in die zweite Runde, wollte ich sagen. Wir schalten aber um auf Simi, der am Danox vorbeigeht. Durchfahrtsstrafe. Ja, Paddy, mein lieber Freund, du bist gerade somit offiziell zum Simple Award nominiert worden. Er hat sich einfach fast zerlegt in der Boxeneinfahrt. Also, Paddy hat sich gerade beworben. Ich glaube, Paddy war gerade noch mit den Gedanken im 15er. So spät, wie er da gebremst hat. Oh, warum kann ich nicht wie die letzten beiden Rennen im 15er gewinnen? Wo ist die Zeit geblieben? Ja, Joker wäre auch auf Supersoft. Ja, wo du es eben sagst, Williams ist ja momentan letzter in der Konstrukteurs-WM noch ohne einen Punkt. Die haben sich ganz schön selbst ins Bein geschossen, dass sie letztes Jahr alles darauf gepocht haben, die letzten beiden Saisonrennen zu gewinnen. Und mit der Entwicklung für dieses Jahr viel zu spät begonnen haben. Und jetzt dastehen. Na, das wird ihnen sowas von zum Verhängnis. Ja. Die wollen es auch selbst bringen. Obwohl man auch sagen muss, die Pace war manchmal bei Rohu da. Aber dann kam meistens irgendwas dazwischen, dass Williams einfach sagt, nein, ihr holt einfach keine Punkte. Ja. Aber Williams will ja Updates bringen nach Spanien oder spätestens nach Deutschland. Und mal schauen, was dann möglich ist in der Truppe. Hier, siehst ja, du Joker? Ich sehe, es ist mir gerade aufgefallen. Währenddessen Danox und Simi da die ganze Zeit ein Ding-Dong-Battle haben, kommt Joker immer näher ran. Starkes Debüt von den beiden Piloten hier, von Danox und Joker bis jetzt. Ich bin auch noch hinter euch, ne? Und erstaunlich ist, wir sind in Runde 20 und noch alle 22 Fahrer im Rennen. Ja. Bei so vielen Zweikämpfen, dass da noch keiner ausgeschieden ist. Uiuiui. So, und guck mal, jetzt bildet sich auch hier ein kleines Grüppchen. Der René kommt dran und dahinter sind dann nochmal zwei, die da dran sind und die kommen jetzt alle näher. Der Semidanox-Zug, der lädt ein zum Mitfahren. Ich würde gerne wissen, wer da jetzt hinten rankommt. Sicherlich René. You don't say. Jaja. Captain Obvious. So, ich vermute mal, dass Joe Camp jetzt versucht, beide zu holen, weil der will seinen Supersoft noch ausnutzen. Ja, der muss vorbei. Ja. Aber die zwei da vorne wollen den nicht vorbeilassen. Ja, und sie mir hat einen guten Ausgang erwischt und ziemlich weit enteilt im letzten Sektor. Ich glaube, der könnte sich da zumindest ganz gut verteidigen. Und jetzt kommt noch irgendwas aus der Box. Dieses Lenkrad, das macht mich kirre. Benjamin war in der Box. Benjamin war, glaube ich, eine 1-Stop. 20 Runden auf Medium, das könnte er packen. Ja, Kenny hat auch 15 Runden auf dem Soft überlebt, das ist möglich. Das ist absolut möglich! Swaggy dreht sich schon wieder weg! Okay, gibt's doch nicht! Das war Swaggy Maldonado-like. So, und jetzt können wir noch sehen, wer da rankommt. Oh, Unfall! Paddy! Darf ich dein Replay sehen? Also, wenn das jetzt. Wenn das jetzt eigenverschuldet war, auf die dümmste Art und Weise, den gratuliere ich dir zum Simple Award. So. Oh, er hat das Gras berührt. Oh, ich glaube, du kannst ihm gratulieren. Also, herzlichen Glückwunsch, mein verehrter Teamkollege. Du kriegst deine Trophäe in dieser Saison. Du hast den Simple Award im Sack. Wobei, noch ist es nicht vorbei. Noch kannst du dich einfach bewerben, aber Paddy hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut vorgelegt.
So, und jetzt hier sind ordentlich Leute rangekommen. Amerika ist da, Steo ist da. Specky war vorhin mal dran, hat sich jetzt aber weggedreht, aber dürfte eigentlich wieder rankommen. Jetzt ist gerade Danox da. Oh, Unfall, Thiele. Thiele ist raus. Thiele ist raus. Thiele ist raus, vorne. Zu dritt, nebenan, wenn ich es richtig gesehen habe. Danox wird gerade von allen überholt. Der wird langsam durchgereicht hier. Oh, und es kracht! Ah! Nein, oder? Unfall! Nein! Steo draußen! Danox draußen! Amerika draußen! Hast du mir eben noch gesagt? Alle Autos sind noch drin. Zuerst Thiele und nur ein paar Kurven später. Drei Ausfälle. Das muss doch ein Safety Car geben. Also erstmal Thiele. Thiele wollte auch eine Bewerbung raushauen für den Simple Award. Alles klar, Thiele. Bei dir läuft auf jeden Fall. Und jetzt hier, was ist genau passiert? Danox ist da irgendwie mitten drauf gefahren, dreht sich weg. Amerika fährt Danox rein und Steo in Amerika. Haben wir noch eine Sicht von einem der beiden? Ich glaube nicht. Die nächste Sicht. Danox dreht sich weg. Ja, Danox dreht sich am Benjamin. Dreht sich dann weg, dann kommt Amerika rein und auch dann kann Steo nicht mehr ausweichen. Und dann ist die Massenreaktion. Schon mal in Rückspiegel. Okay. Ja, ja, ihm da, ist da dreht sich Danox weg. Ja. Amerika hatte, wie ich das irgendwie sehen konnte, schlechte Chancen auszuweichen. Ja, bei Steo habe ich mich nicht ganz drauf geachtet, aber wirklich ausweichen konnte. Aber sei es drum. Wir sind nur noch 18 Fahrer. So, und somit hat Joe Cup mal den Platz gegen Danox übergewonnen, sicherlich mal. Simi ist etwas weggekommen, was mich jetzt erstaunt. Aber ärgerlich. Sowohl für Steo, der heute Punkte hätte holen können, oder auch für Danox. Der hat ein starkes Debüt bis jetzt gefahren. Die Untersuchung zwischen Danox, Steo und Amerika. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn einer Schuld hat, dann ist es der Sauberpilot, weil er da sich, also ja, ist in Benjamin reingefahren sozusagen und hat sich dann weggedreht und hat dann das Ganze ausgelöst. Aber man kann es natürlich auch als Racing Incident sehen. So ja, ist es nicht. Also bei den ganzen Kämpfen, die wir heute gesehen haben, die so sauber eigentlich abgingen, da warst du erwarten, dass es mal kracht und im ersten Moment würde ich mir jetzt nicht festlegen wollen, ob irgendwer dann eine Strafe kriegt. Also wenn Danox bestraft wird, darf er sich glaube ich nicht beschweren, aber das kann man eventuell auch durchgehen lassen. Müssen die Stewards noch ein paar Mal angucken. Erstmal abwarten. Jetzt genießen wir noch den Rest des Rennens hier. Und ich glaube, da warten noch einige Action auf uns. Und wenn diese Phase jetzt schon turbulent war, will ich ja gar nicht wissen, wie es beim Endspurt wird. Und Dennis geht auf seinen letzten Stint. 1,7 Sekunden. Respekt, Ferrari. Also Kenny auf Medium, der muss noch 12 Runden, müsste 12 Runden damit überleben. Schafft er, glaube ich, nicht. Hat jetzt 8 gefahren, hat 35. Ja, gut 4-5% pro Runde. Ja, und das klappt dann 4, nicht. 5-6. Wenn du es nochmal verdoppelt, sind wir jetzt... Also, dann würde ihm wieder kurz zum Schluss der Reifen hochgehen, glaube ich. Ja, warten wir mal ab. Letzte Frage. Reagiert Renault jetzt sofort auf den Stopp von Dennis? Oder bleiben die bei ihrer aktuellen Strategie? Dennis hat sozusagen jetzt den Undercut eingeleitet. Und jetzt ist natürlich Singularity, so wie Sakura, gefordert. Was machen wir jetzt? An deren Stelle würde ich vielleicht noch ein, zwei Runden bleiben und den Supersoften vielleicht raushämmern. Nee, Singo kommt. Oh, nein, 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 das kann jetzt nicht sein. Singularity wirft den sicher geglaubten Rennsieg weg. Guck mal, wie viel Vorsprung er hatte. Der kommt doch meilenweit vor Dings raus, vor Dennis. Oh nein. Dann haben wir einen dritten Kandidaten für den Simple Award.
Na, und Dennis attackiert jetzt natürlich Kenny, der auf älteren Mediums unterwegs ist. Und Dennis, der weiß ja noch gar nichts von seinem Glück. Das ist doch deprimierend. Ja, und wenn jetzt Dennis dieses Rennen gewinnt, dann ist es der dritte Sieg in Folge. Dann besetze ich mal kurz. Dann ist die Nordamerika-Tour die Dennis-Tour. Wobei Mexiko ja so gesehen ja schon Mittelamerika ist. Na, aber natürlich. Noch zu Nordamerika. Ja, natürlich, dann kommt den zuordnen, ist es dann Nordamerika, ja. Aber. Bye. Ne. So, Singularity geht vorbei, der ist angefressen. Ja, verständlich. Man muss dazu doch sagen, ich meine, Dennis hat sich zwei Siege echt gut erkämpft, aber heute ist Dennis nicht der schnellste Mann. Nein, heute wird's ihm einfach in den Schoß gelegt. Drei. So, und Dennis wird, glaube ich, jetzt auch gleich realisieren. Währenddessen wir bei Vortrex gerade sind. Da kommt Singularity raus. Und Vortrex, der geht vorbei. Gute Berechnung da von unserem Cutter, der direkt erkannt hat, dass das passen könnte mit den beiden. Ich hatte auch eine Runde Zeit. Aber ist schöne Einblendung. Und Ruhe schon eine Runde zurück. Er hat beim Start auf dem Flügel in der Startphase den Flügel verloren. Hey, rechts. Er hat sich ja selber den Flügel verloren, ist ja selber in die Wand gefahren. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Unfall, wo er die Endplatte ganz verloren hat. Ich frage mich jetzt wirklich, kann der mit Supersoft 10 Runden fahren? Mit dieser Wut im Bauch? 10 Runden, das wird eng. Ich sag mal vorbei. Mach doch! Halt ihn aus! Boah, Alter, das ist irgendwie erschrocken. Man sieht, der hat die Wut im Bauch. Ja, vorhin hat die Konzentration so ein bisschen verloren. Hat er keine Lust, den Bus zu parken? Oi. Der hat das Auto dann auch nochmal unter Kontrolle gebracht. Wollte ich das sagen, sobald der Auto neben mir ist und beim Pfeil neben mir, dachte ich, was wäre jetzt? So, also das wäre. Wer ist denn aktuell auf Platz 1? Sakura ist auf 1. Muss aber noch in die Box. Natürlich. Und Vortrex will in die Box. Oh, no! 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 Der wollte die Reifen wechseln und tickt die Strategie ändern an. Ja, ich glaube, da hat sich gerade nochmal eine für den Simpler War nominiert. Oh Gott. Also der sicher geglaubtere Party Simpler War, den nehme ich nochmal zurück. Ja, also von der Härte des Fails, was Verlust angeht, ist, glaube ich, Singularity ganz oben dabei. So, und jetzt schau, die ehemaligen beiden Teamkollegen im Fight um einen WM-Zähler. Und der Haas hat dieses Mal die Oberhand. Ja, wenn man dieses Duell mal beachtet hat, Trussi hat sie mit 2 Jahre lang in den Schatten gestellt. Und in dieser Saison sieht es eigentlich gar nicht mal jetzt aktuell so schlecht aus. Ja, kommt auf aus welcher Sicht man es betrachtet. Auf der Seite sieht es ja für Trussi auch nicht so aus wie geplant. So, Mulchan ist im Kampf mit Dan um Platz 15. Ja, ich spiele jetzt mir mehr Zeit gekostet, weil ich in die Box gefahren bin. Dan, der einen 8. Platz in Kanada belegt hatte. 4 Punkte mitgenommen hat. Heute außerhalb der Punkte unterwegs. Und Vortrex, jetzt ist er in der Box. Und der jetzt hat natürlich die Reifen ausgewählt. Und da macht sich... Er macht sich auch Männer zum Boxenstopp bereit, habe ich richtig gesehen. Swaggy noch in der Box. J-Racing auf 6 sehe ich gerade da oben. Und schau mal, der Benjamin auf der 4 unterwegs mit seiner 1-Stopp. Ja, Stopp, verdeutsch es halt. Stopp. Oh, guck mal, der hat doch relativ wenig Prozent für den Reifen, ne? Boah. Also, Hut ab vor dieser Reifenschonleistung. Das ist ja schon like a Dennis.
Ja. Aber er fährt auch sehr, sehr schonend, was Sakura gerade spüren muss im Mittelteil. Was Sakura, der muss vorbei, der ist auch super soft. Uiuiui. Das war eng. Hätte Sakura da etwas mehr nach links gelenkt, dann wäre das irgendwas anaus. Kenny chillt sich aber in die Box. Du hast recht, der geht nun mal in die Box, der zieht jetzt den Supersoft auf. Was ist möglich für Kenny? Wo kommt er raus? Hinter J-Racing. Dahinter ist noch Freaky. Schafft er es noch vor Freaky zu bleiben? Das wäre wichtig. Freaky hat natürlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit geraten. Vortrex gegen Simi in die erste Kurve hinein. Ja, super soft gegen Medium. Das Ding ist eindeutig. Ja. Eine einfache Rechnung. Der Endspurt beginnt langsam. Und jetzt der Fehler vom Haas-Piloten und jetzt die Vortex endgültig weg. Und jetzt können Sie gewinnen. Wer hatte letztes Jahr den Flügel kaputt? A. Alonso Fan 98 oder B. Nico Hülkenberg? Rufen Sie jetzt an unter 01379 E10 E10. Nutzen Sie Ihre Chance auf einen Ford Mustang im Wert von 37.000 Euro. Viel Glück! Einzig wahre, wahrlich Steiner. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Damit sie gedankenfrei bleiben, CMX, der Crashdienst, dem Codemasters am meisten vertraut. Das ist Crazy Kennis. Gerade in diesem Moment versucht er, wie jeder ambitionierte Online-Spieler, einen guten Start zu erwischen. Dies misslingt kläglich. Was? Werden Sie Pate für 1 Euro am Tag und schenken Sie Online-Spielern für Kurve 1 eine extra stabile Radaufhängung. Danke. Besuchen Sie noch heute www.sosbinderdorf.de. Wie wird sich Singularities Durchfahrtsstrafe auf sein Rennergebnis auswirken? Das sehen Sie jetzt mit Krombacher. Genießen Sie es. Endspurt hier in Mexiko. Nur noch ein paar Runden. Und ja, dafür, dass Singularity eine Durchfahrtsstrafe hat, ist er nochmal ordentlich angekommen, Dennis. Du, da die kann Sache doch noch nicht. Holen. Ja, die Sache ist wahrscheinlich doch noch nicht gegessen hier. Aber der müsste doch vorbeiziehen. Wir sind in Runde 32. Dennis ist auf dem ganz harten Reifen in diesem Rennwochenende. Singularity auf der weichsten Mischung, die dieses Wochenende möglich ist. Und währenddessen wir hier noch onboard sind, vergesst nicht, für den Driver of the Day zu wählen. Oben rechts gibt's die Abstimmung. Wählt euren persönlichen Favoriten.
für dieses Rennen heute. Wie sagst du, wenn Dennis schon wieder Driver of the Day wird, dann nenne ich ihn Max Verstappen. So, wer kommt aus der Box? Da kommt der hin raus. Aber da mischt er nicht allzu sehr in die Karten rein. Komm nicht vorbei. Mit DS kommt da nicht vorbei. Das wundert mich jetzt ordentlich. Vor allem Dennis vielleicht eine Strategie mit ganz wenig Flügel fährt. Deckt die Innenbahn ab. Jetzt vielleicht mit viel Mut. Na, war ein bisschen spät. Geht sich aber gut. Singularity vorbei. Kann Dennis nochmal reagieren? Halten die Supersoften? Ja, stimmt, der muss ja 10 Runden insgesamt auf den zurücklegen. Kommt Dennis nochmal ran? Ist jetzt die andere Frage. Ja, wobei Singularity zieht ja schon davon. Das weiß ich ja nicht. Das Ende ist auf jeden Fall noch offen. Im Gegensatz zu den letzten beiden Rennen. Den hat sich jetzt aber ordentlich zurückfahren lassen, fällt mir gerade auf. Und Benjamin auf Platz 4 unterwegs. Der wird das so locker durchfahren. Ja, die Reifen sollten das durchhalten. So, die Frage, kommt Kenny noch ran oder kommt Kenny nicht mehr ran? Das sind 3 Sekunden. Die große Frage, die wir uns stellen. Bei mir mit angezeigt Medium, aber du vor mir hast irgendwie Soft. Medium. Okay. Ja, ist klar. Wow. So, anscheinend passiert gerade nicht wirklich viel auf der Strecke. Wir bleiben noch bei Benjamin an Bord. Ja, und Sakura, der kommt da nicht mehr nach vorne ran. Der wird sich mit Platz 3 begnügen müssen. Aber ich glaube, das ist ihm auch recht. Nach dem Nuller in Kanada, heute endlich wieder Punkte mitzunehmen, würde ihm nicht schaden. Der ist ja in der WM aktuell auf Platz 5. Ein WMC dahinter René. Und dann ist da schon ordentliche Lücke zu Singularity mit seinen 62 Punkten, der aber heute wieder wegziehen kann. So, Dennis hat DRS. Kann er das packen hier? Sieht gut aus. Oh, der hat ordentlich Überschuss. Wir sind in der vorletzten Rennrunde. Der Kampf um der Berührung. Wheelbanging. Ich habe kurz geguckt, Dennis hat einen 5er Frontflügel. Und Singularity vermutlich mal ein 6er Frontflügel. Oh, jetzt hat man es gerade leider nicht lang genug sehen können. Das könnte wieder der Schlüssel für Dennis sein, dass er einen Tick weniger Flügel fährt vorne. Kann aber auch profitieren, dass Singularity's Reifen nicht mehr die allerfrischesten sind. Ich sag's, das ist eigentlich noch spannender als der knappe Finish in Österreich. Denn der hier ist wirklich umkämpft. Und jetzt stell dir vor, der Singularity, der hätte nicht die Durchfahrtsstrafe gehabt. Was hätte der für einen Vorsprung? Der hätte das Rennen locker geholt, aber so muss er jetzt echt drum kämpfen. Dennis zieht ein bisschen links, lässt ihm kaum Platz. Jetzt ist Singos Chance. Das ist die beste Stelle. Aber er ist weit weg. Eigentlich auch die allerletzte Möglichkeit. Der Ausgang war äußerst bescheiden. Nee, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und die Regie schaltet auch direkt um auf ein anderes Battle hier. Das ist der Kampf um Platz 9. Und Freaky! Freaky Reifenschaden oder was? Freaky hat irgendwas angestellt. Reifen kaputt. Vorne links. Oh. Jetzt drückt er Joe Cap raus. Ja, und Joe Cap, der wird jetzt in seinem Debüt einen Punkt mitnehmen. So, wir gehen in die letzte Rennrunde und angeblich ist das hier wohl noch der spannendste Zweikampf. Letzte Runde, Simi K gegen Swaggy. Es geht um Platz 8. Bitte.
Ja, okay, ich lächle sie zurück. Swaggy hat keine Lust auf Kämpfen. Er geht auf Nummer sicher. Der will die Punkte. Der Schweizer will auch die Punkte. Wo sind Singo und Dennis gerade? Stadion. Hier. Singo ist dran. Ah, der kann er nicht. Der kommt nicht mehr vorbei. Das kann er nie mehr schaffen. Ja, nein, das ist vorbei. Damit können wir, glaube ich, Dennis. Dennis, können wir zum Sieg gratulieren. Und Singo. Dennis FFM gewinnt zum dritten Mal in Folge und baut den Vorsprung in der Weltmeisterschaft aus. Singularity wird Zweiter, Sakura auf Platz 3 und Benjamin mit einer verdammt starken Reifenschuhleistung. Stark. Da applaudiere ich mal. Super, super gefahren. Platz 4, Crazy Cannons auf der 5. Vortrex wird als Sechster, so wie es aussieht, über die Linie kommen. J-Racing auf 7, auch er mit einer super Strategie. Und Simi kommt auf Platz 8 ins Ziel, Swaggy 9. Und auf Platz 10, das dürfte wohl Choke Cap sein. Zwei Neulinge holen heute Punkte. Super Einstart und Mulchan. Schlecht belohnt für seinen ersten Einsatz mit Platz 11. Naja, man kann es nicht immer gut haben. René kommt als 12. über die Linie und dann kommt Philippe. Dessen Reifen 88% haben. Blödes Rennen für Philippe. Der Reifenback hat ihm das Genick gebrochen. Ein weiterer Sieg für Ferrari und Dennis baut seine WM-Führung weiter aus. Die Siegerehrung live mit Krombacher. Next up Spanien. Genießen Sie es. In third place, Sakura Kyoko. In second place, Singularity from Germany. And here's the winner, Dennis FFM, and in his honor and that of the Scuderia Ferrari, we will hear the national anthem of the Dominican Republic and Italy.
Zuschauer hier zum Podium Mexiko. Wir fangen an mit Dennis. Dennis, es war dein vierter Sieg, dein dritter in Folge. In der WM hast du jetzt so ein kleines Punktepolster aufgebaut. Gibt das mehr Sicherheit beim Rennen oder fährst du so, als könntest du jeden Moment die WM abgeben? Machen wir mal den Rosberg anfangen. Ich gucke immer von Rennen zu Rennen. Weißt du, die ganzen Leistung schwankt, kommt auch auf die Strecken drauf an, deswegen noch lange nicht sicher. Okay, letztes Jahr hast du ja auch schon in Mexiko gewonnen, die scheint die Strecke sehr zu liegen. Konntest du dieses Jahr eigentlich schon auch vor dem Rennen damit rechnen, dass du dir den Sieg einfahren kannst? Eher weniger, aber ich habe kein Setup so lange gekriegt. Im ersten Stint war schlimm mit dem Reifproblem, den ich hatte. War schon eigentlich mit dem zweiten Platz auf der Hälfte eigentlich schon recht zufrieden. Deswegen war schon eine Überraschung eigentlich. Trotzdem noch erster würde. Und nochmal zu guter Letzt, der Start. Wie sah das aus deiner Sicht aus? Da war ja sehr viel Chaos im Spiel. Sah aus wie, keine Ahnung, Moses, der Schwerteil ist. Rechts, links, vom Arm. Die Waage gedreht und einfach in der Mitte durch. War spannend. Okay, dann Singularity. Zweiter Platz, Sieg wäre ja drin gewesen. Hier der Boxenstopp. Was war da los? Ich meine, man fällt ja so oft in die Boxengasse. Was hat diesmal nicht gestimmt? War vielleicht die Konzentration. Das Polster war vielleicht schon zu groß, war mir zu sicher. Ja, weiß nicht genau. Halt einfach ein dummer Fehler und war auch natürlich nicht passiert. Hab dann auch zu Recht den Sieg dafür abgegeben und auch bin trotzdem noch zufrieden mit dem zweiten Platz. Also. Ja, du hast ja auch in den anderen Rennen immer sehr gute Pace gezeigt. Sind noch, rechnest du dir WM-Chancen aus? Nicht wirklich. Also WM war eigentlich nicht mein Ziel. Ich stehe jetzt besser da, als ich hier mit gerechnet habe, aber Dennis ist halt einfach zu routiniert und saustark unterwegs. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie gefährlich werden kann über die gesamte Saison hinweg. Und wie sah der Start aus deiner Sicht aus? Hattest du da irgendwelche Probleme? Wärst du vielleicht jemanden hinten fast draufgefahren? Nein, also im Endeffekt bin ich ziemlich glücklich weggekommen. Ich habe profitiert natürlich von dem Unfall zwischen Swaggy und Vortrex. Bin da, denke ich, am besten dran vorbeigekommen von allen. Habe dann meinen Teamkollegen, glaube ich, noch leicht berührt oder bin ihm sehr nahe gekommen. Und ja, ab dann hinweg war das Rennen eigentlich recht gut zu fahren, hat Spaß gemacht und ja. Okay, dankeschön. Sakura, momentan sieht sie ja in der WM relativ bescheiden aus. 3-0er jetzt schon. Jetzt wieder das Podium. Rechnest du dir eigentlich noch WM-Chancen auf oder hast du das schon abgeschrieben? Naja, natürlich rechne ich mir noch Chancen aus. Wir sind noch recht am Anfang der Saison. Also ich würde sagen, da geht noch was. Wir haben viele Chancen, die kommen werden. Ja. Der Start. Strategie, lief alles gut oder gab es da irgendwelche Probleme? Am Start, ich bin eigentlich ziemlich gut weggekommen. Mit Singo gab es dann fast die Berührung beim Anbremsen, da ich ziemlich vorsichtig war und ich Positionen gut machen wollte nach dem schlechten Qualifying. In Kurve 2 habe ich mich mit Steo, denke ich, berührt und dadurch einen kaputten Frontflügel gehabt. Das hat den ersten Stint auch ziemlich beeinflusst und deswegen war ich ziemlich happy, dass ich dranbleiben konnte. Ja, das war der erste Stint und am Schluss des Rennens gab es dann eine Teamorder von Renault, Single durchzulassen, da er auf einer besseren Strategie war. Hat aber im Endeffekt nichts gebracht, da er noch seine Durchfallstrafe hatte und muss ich mit dem Team reden, wer wirklich Fahrer 1 ist und Fahrer 2. Aber wir müssen uns da aussortieren. Okay, dann bedanke ich mich bei euch drei. So, wir kommen zum Rennergebnis. Also Dennis gewinnt den großen Preis von Mexiko mit
7,5 Zehntel Vorsprung gegenüber Singularity. Sakura auf 3. Das Doppelpodium für Renault. Das schmeckt. Das schmeckt dem französischen Rennstall. Ja. Dann haben wir Benjamin auf der 4 mit seiner Einstoppstrategie. Kenny auf 5. Wortrix kriegt noch plus 5. Obendrauf gerechnet. Kann sich aber vor J-Racing halten. Der, wie ich gerade sehe, auch einen Einstopp gefahren ist. Klasse. Da applaudiere ich auch. Jeder, der einen Einstopp gefahren ist hier, der verdient Applaus. Ja. Swaggy auf 9 holt noch die Fast Lap dazu. Und hier sehen wir die zweite Hälfte der Ergebnisse. Paddy ja, ganz hinten. Ja, auf einmal den Dings noch nicht festgelegt, den Simple Word noch nicht festgelegt. Ja, ich glaube Paddy. Singularity würde ich da nicht mitnehmen. Paddy hat sich da gut angestellt, aber Wortrex mit seiner Auswahl da mit den Reifen hätte sich auch verdient. Aber ich glaube, während Wortrex keine Plätze verloren hat, hat sich Paddy das Rennen komplett versaut. Und das ist dann, glaube ich, eindeutig. Ja, sind wir uns einig, Paddy? Ja, ich glaube schon. Gut. Paddy, gratuliere. Der erste Nicht-Cutter, also nicht Liga-Rennen-Cutter. Buddy, Gratulation an den Simpler World. Die Fahrer-WM. Wir sehen, Dennis hat einen Vorsprung von 40 Punkten auf Singularity. Dann kommt Wortrex. Der ist 4 Punkte hinter Singularity nun. Und Sakura schnappt sich nun Platz 4 zurück. René holt sich keine Punkte, hält aber Platz 5 bei. Und Kenny, der ist ein bisschen rangekommen, genauso wie Benjamin. Ja, auch Swaggy, der Punkte holt. Dan, diesmal punktelos. Philippe genauso. Niklas und Tosi auch alle Punkte los. Nein, in den Top 12 gab es nicht wirklich viele. Also gab es ein paar Leute, sage ich jetzt mal, die jetzt heute nicht punkten konnten. Schade ja. Aus ihrer Sicht, aber erfreulich natürlich für diejenigen, die noch auf der Seite 2 sind, wenn wir das mal zu Gesicht bekommen würden. Nämlich jetzt. Ein Simi holt Punkte, der ist jetzt auf 15. Nur ein Punkt hinter seinem Teamkollegen. Dann haben wir noch Jay, der Punkte holt. Joker holt sich Punkte. Und das war's eigentlich schon, oder? Ja. Ja. Das Gefühl. Nibosako fehlt hier in der Auflistung. Stimmt, der hat auch einen WM-Zähler. Der müsste den Platz 21 mit Joker teilen für die schnellste Rennrunde in China. Also, Herr Cutter, da hast du einen Fehler gemacht. Das wollen wir nicht mal sehen. Ja, also direkt rausschmeißen, würde ich sagen. Ja, raus, tschüss. So, eine dann, ja. Und dann gehen wir zu Konstrukteurs-WM. Renault baut die Führung aus. Natürlich, Dennis ist auch der einzige Ferrari-Fahrer, der Punkte holen kann. Und Dennis geht alleine an Torosso vorbei. Die Scuderia Dennis. Scuderia Dennis. Und dann sind da schon ordentliche Abstände. Force India hat zwar einen guten Vorsprung gegenüber Manor und dann Manor, McLaren, Honda, Kampf um Platz 6. Der andere Zweikampf, Red Bull Haas, da geht es um Platz 7 und sauber Mercedes um Platz 9 und dann gibt es noch das Williams-Team, das bis dato punktlos ist. Und das Ersatzfahrer-Team, was eigentlich wirklich als Team gewertet wird, die Ersatzfahrer insgesamt haben schon 44 WM-Zähler geholt. Das ist auch nicht schlecht. Nicht umsonst wurden davon einige zu Stammfahrern befördert. Ja, das war der 6. Lauf hier in Mexiko. Das 6. Rennen von 21. Das nächste ist in Spanien, in Katalonien. Wir sehen uns hoffentlich da wieder. Bis dahin, haut rein, bis denne und ciao. Tschüss.